Hallo und herzlich willkommen zu den Gartenvideos von Lubera. Heute geht es bei uns um die Vorzucht von Auberginen aus Samen. Wer Auberginen aus Samen vorziehen will, der braucht vor allen Dingen eins, ein warmes Plätzchen. Auberginen mögen es nämlich sehr gerne warm und sie brauchen natürlich bei der Anzucht auch sehr viel Licht. Da sie außerdem noch eine ganze Weile brauchen von der Pflanze, von dem Keimling bis zur fertigen Pflanze und der Frucht, die man ernten kann, muss man auch noch recht früh im Jahr anfangen. Februar ist eine gute Zeit, Ende Januar bis Mitte Februar ist eine gute Zeit, um mit der Vorzucht von Auberginen anzufangen. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, dass man eine Freiland geeignete Sorte auswählt. Eine sehr schöne Freiland geeignete Sorte ist Benaris Blaukönigin. Das ist eine Pflanze mit einem recht buschigen Wuchs. Die wird nicht viel höher als 60 cm, macht typisch auberginenförmige, tief lila Früchte und die reift sehr früh aus. Da kann man schon Anfang Juli die ersten Früchte ernten. Auch sehr zu empfehlen fürs Freiland wäre die Sorte Slim Jim. Die macht, wie der Name schon sagt, eher dünne Früchte, längliche Früchte, bisschen heller, reift ein bisschen später aus als die Blaukönigin. Aber die Früchte schmecken sehr, sehr lecker und es ist auch eine sehr empfehlenswerte Freilandsorte. Was braucht man jetzt für die Vorzucht von Auberginen? Also zum einen natürlich mal die Samen und zum anderen geeignete Pflanzgefäße. Ich verwende dafür am liebsten solche 9er Staudentöpfchen. Davon habe ich persönlich immer eine Menge Vorrat, weil ich gerne viele Stauden kaufe. Die haben genau die richtige Größe, da muss man die Auberginen nämlich nicht umpflanzen. Die stehen ja relativ lange da, raus dürfen sie erst nach den Eisheiligen im Mai. Und das heißt, sie verbringen eine relativ lange Zeit in so einem Topf. Deswegen lieber ein bisschen größeren Topf verwenden als einen zu kleinen. Da muss man so umpflanzen. Und umpflanzen bedeutet immer erstmal einen Wachstumsstopp. Ich fülle diese Staudentöpfchen zu 2/3 mit einer guten Gemüseerde. Bei mir ist das eine torffreie Gemüseerde, weil ich ja torffreie Gärtnere. Ins obere Drittel kommt dann eine Anzuchterde oder was man eben auch machen kann, ist, dass man, ich habe hier Vermiculit oder Perlit geht auch, dass man also unter die normale Gemüseerde im oberen Bereich einfach eine ordentliche Portion von diesem Perlit drunter mischt. Dadurch wird die so ein bisschen abgemagert und hat beste Bedingungen für die Keimlinge. Wenn die können dann in dieser mageren Erde ein gutes Wurzelsystem ausbilden und wenn die Wurzeln dann auf der Suche nach Nährstoffen sind, dann wachsen sie nach unten in das nährstoffreichere, reine Gemüsesubstrat rein. Bevor ich in dem Töpfchen jetzt die Samen versenke, feuchte ich das Substrat ordentlich an, dann muss ich es nachher nicht mehr gießen und meine Samen können nicht verschlemmen. In mein 9er Staudentöpfchen mache ich jetzt mit einem Bleistift oder wer professioneller unterwegs ist, der nimmt einen Pflanzstab, 2 Löcher rein, so einen halben bis einen Zentimeter tief und in jedes Löchlein kommt ein Samen. Also ich sehe pro Topf 2 Samen und der schwächere Keimling, den schwächeren Keimling, den reiße ich dann später raus. Wenn die Samen drin sind, dann wackele ich einfach nur so ein bisschen am Töpfchen, dass die Löcher zugehen. Das reicht eigentlich schon aus. Gegossen habe ich ja vorher schon. Und damit die Samen jetzt gut keimen, brauchen sie, wie gesagt, eine gewisse Temperatur. Für Auberginen kann es fast nicht warm genug sein. Also eine Keimtemperatur von 25 Grad brauchen wir schon, damit die sich relativ schnell blicken lassen. Das erreicht man am einfachsten, indem man das Ganze auf eine Heizung stellt oder indem man eine Heizmatte hat, wo man das Ganze dann eben draufstellen kann. Bei mir kommen die Staudentöpfchen dann in so ein Gewächshaus und das Gewächshaus auf die Heizmatte und oben drüber packe ich dann auch noch ein Licht. Also so klappt es auf jeden Fall am besten, aber es muss natürlich nicht sein. Man kann auf dieses Töpfchen auch einfach eine Glasplatte drauflegen oder man macht es in eine höhere Tupperdose mit einem durchsichtigen Deckel und stellt es da rein. Man will einfach nur eine konstante Feuchtigkeit, eine hohe Lufttemperatur und eine gewisse Wärme. Kann man eben, wie gesagt, auf verschiedene Arten erreichen, professionell mit Heizmatte und Gewächshaus und Beleuchtung oder dann eben mit Tupperdose, durchsichtigen Deckel und auf die Heizung gestellt.
Die Keimdauer von Auberginen liegt bei 12 bis 18 Tagen. Bei optimalen Bedingungen kann das aber auch schon mal schneller gehen. Während dieser Zeit dran denken, dass die Töpfe nicht austrocknen und auch regelmäßig lüften, Gewächshaus oder Tupperdose, dass da nochmal frische Luft reinkommt. Und sobald die Auberginen dann gekeimt sind, kann der Deckel weg, kann der Deckel vom Gewächshaus oder von der Dose weg und das Ganze kann ein bisschen kühler, aber bitte nicht kühler als 20 Grad gestellt werden. Raus dürfen die Schätzchen dann, wie anfangs schon erwähnt, frühestens nach den Eisheiligen Mitte Mai. Und auch da bitte an einen warmen, geschützten Platz. Aber dazu wird es nochmal ein extra Video geben. Jetzt erstmal frohes Vorziehen. Das war's zu diesem Thema. Wenn es euch gefallen hat, abonniert den YouTube-Channel. Oder besucht die Homepage lubera.com. Dort erhaltet ihr Infos zu mehr als 5000 Pflanzen. Wir sagen Tschüss und wünschen euch eine gute Gartenzeit.